Ja, sehr geehrter Herr Professor Reinhardt, Sie wurden am 3. Oktober 1946 in Öhringen geboren. Lange her. Gefühlt so 15, 20 Kilometer vor Heilbronn, wenn man da auf der A6 rüberfährt. Sie sind aber nicht ewig lang in Heilbronn geblieben. Wann sind Sie denn nach Stuttgart umgezogen und wie war dann die weitere Entwicklung? Also, so ganz genau erinnere ich mich nicht mehr, aber es war ich war anderthalb Jahre alt. Ah, ja. Da sind wir nach Stuttgart gezogen und habe dann 36 Jahre in Stuttgart gelebt. Ja. Und in Stuttgart die übliche Entwicklung, entsprechend dann Kindergarten, Schule, Realschule und dann Gymnasium, aber trotzdem nach 13 Jahren Abitur. Erzählen Sie noch einmal, das war ja dieses Friedrich-Eugens-Gymnasium. Das ist, ich habe das extra mal noch mal recherchiert, von Herzog Friedrich Eugen von Württemberg gegründet worden. Der Knabe hatte zwar nur eine Amtszeit von 2 Jahren, aber in diesen 2 Jahren Amtszeit hat er immerhin ihr Gymnasium gegründet. Dann habe ich noch mal recherchiert, wie war denn so Ihre Wahl des Studienfachs? Es gibt hier die Zeitschrift für Führung und Personalmanagement in der Gesundheitswirtschaft. Und da schreiben Sie selbst, dass Sie einen sehr schwierigen Entscheidungsprozess durchlaufen haben. Und es gab dann so die Frage auch, Geisteswissenschaften zu studieren oder Naturwissenschaft und Technik. Erzählen Sie uns doch noch mal, wie sind Sie denn ausgerechnet auf die Elektrotechnik gekommen? Wenn ich das selbst so genau wüsste. Ich meine, es war ein schwieriger Prozess. Es kam auch ein bisschen unter Zeitnot, weil ich eigentlich darauf eingestellt war, für 2 Jahre zur Bundeswehr zu gehen. Das hat sich dann, je nachdem wie man sieht, aus glücklichen Umständen verkürzt. Und dann musste ich mich schnell entscheiden und ich war mir absolut unsicher. Es gibt ja viele Menschen, die ziemlich genau wissen, was sie erreichen wollen, was sie tun wollen. Das kann ich von mir eigentlich nicht behaupten. Retrospektiv gesehen bin ich eigentlich mit meiner Entscheidung doch dann sehr zufrieden gewesen. Sie haben die Bundeswehr erwähnt. Sie haben aus ökonomischen Gründen sich ursprünglich für 2 Jahre gemeldet, stimmt, waren ja aber nur 3 Tage dann dabei. Wie kam das denn? Ja, man könnte sagen, hohe Effizienz. schnell gelernt. Ja, die Variante erzähle ich gern. Fakt war, ich wurde im Prinzip als tauglich gemustert, habe dann entschieden, ich gehe für 2 Jahre. Freiwillig und wurde eingezogen, habe meinen Dienst angetreten. War eine beeindruckende Erfahrung, möchte ich jetzt nicht weiter erzählen. Aber nach 3 Tagen als Freiwilliger wird man nochmals nachuntersucht und der untersuchende Arzt hat dann gemeint, na, eigentlich sind Sie beschränkt tauglich wegen den Augen. Aber Sie können auch bleiben. Also sag mal, Moment, wenn ich beschränkt tauglich bin, dann möchte ich die Grundsatzfrage stellen. Und kurze Zeit später war ich dann bei dem Kompaniechef und der hat mir dann fast wörtlich die Frage gestellt, Sie können gehen oder Sie können bleiben, Sie dürfen jetzt entscheiden. Super, also eine 2-jährige Dienstzeit auf 3 Tage reduziert. Ja, die Entscheidung ist mir relativ einfach gefallen. Dann das Studium war ziemlich knackig. Sie haben mir erzählt, allein 14 Prüfungen fürs Vordiplom, 14 Prüfungen fürs Hauptdiplom und trotzdem nach 8 Semestern abgeschlossen. Alle Prüfungen abgeschlossen nach 8 Semestern. Ich habe dann mir Zeit gelassen für die Diplomarbeit. Aber alle Prüfungen nach 8 Semestern abgeschlossen gehabt. Ja. Elektrotechnik war damals schon, ist es wohl heute auch noch, schon sehr arbeitsintensiv. Ja. Aber die Diplomarbeit, die Sie dann geschrieben haben, über die optische Bildverarbeitung, da hatten Sie vorher überhaupt keine Vorlesung dazu gehört. Warum haben Sie sich dann ausgerechnet dafür entschieden? Ja, das war ein bisschen der Reiz an der Sache, war ein ganz neues Thema. Das Thema hat mir gefallen, optische Informationsspeicherung und Mustererkennung. Also mit optischen Methoden. Und das hat mich einfach gereizt, obwohl ich keine Vorlesung zu diesen Themen gehört habe. Und durfte ich mich da etwas einarbeiten und dachte, das kann nicht so falsch sein, wenn man sich bemüht, schnell in neue Themen einzuarbeiten. Sie sind ja dann tätig gewesen an dem Institut für Physikalische Elektronik, IPE. Und ja, da ging schon mal um das Thema Gesundheit. Sie hätten aber theoretisch auch Solarenergie sich engagieren können
und auch Optimierung des Verbrennungsmotors. Was hat Sie denn so da dann zu dieser Entscheidung gebracht, dass Sie diese Gruppe Bildverarbeitung aufgebaut haben? Naja, gegangen bin ich an das Institut durch den Leiter, den Professor Bloss, der das Institut strukturiert und, sagen wir mal, auch inhaltlich stark geprägt hat. Und er hat die drei Themenfelder besetzt. Und da ich auf dem optischen Bereich Bildverarbeitung meine Diplomarbeit machte, dachte ich, da kann ich fortfahren und habe deswegen das Thema Bildverarbeitung aufgegriffen. Schon in der Diplomarbeit ging es um medizinische Fragestellungen. Und die fand ich spannend. Da ging es um Früherkennungsverfahren, ob man die histologischen Präparate optisch auswerten kann. Da hat man hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit natürlich gehabt. Und mich haben aber auch die zwei anderen Themen natürlich fasziniert. Insbesondere, man muss es ja sehen, das war Anfang der 70er Jahre, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, die Themen Energie, Solarenergie, Optimierung des Verbrennungsmotors und dann die Themen Gesundheit, also mit starker, sagen wir, volkswirtschaftlicher, gesellschaftlicher Relevanz. Das hat mich angesprochen. Ich habe mich auch mit den anderen Themen auseinandergesetzt. Ich glaube auch bei Solarzellen mal ein oder zwei Patente gemacht. Also war eine spannende Zeit. Wenn Sie gestatten, vielleicht mal ein bisschen was Provozierendes. Oh je. Als Sie die Promotion abgeschlossen haben, waren Sie immerhin schon 33 Jahre. Sie waren 7 Jahre am Lehrstuhl. Haben Sie außer der Promotion da sonst noch was gemacht? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil ich bin eigentlich angetreten. Wir haben mit einem Kollegen eine Wette eingegangen. Es waren immerhin, glaube ich, über 40 Flaschen Wein, dass ich sehr schnell promoviere, der schnellste sein werde, der bis an dem Institut promoviert hat. Aber mit diesen 7 Jahren war natürlich nichts. Der Grund war, vielleicht war ich ein bisschen zu gemütlich, glaube ich aber nicht. Das Thema Bildverarbeitung war sehr dynamisch und wir haben eine große Gruppe aufgebaut, waren dann 15 eigentlich vollbezahlte Wissenschaftler und sehr viele Studenten mit sehr unterschiedlichen Projekten. Ich durfte eine konzertierte europäische Aktion mit 40 Instituten europaweit koordinieren, mit relativ jungen Jahren. Und das hat natürlich viel Zeit absorbiert, hat mir aber auch Spaß gemacht. Und dann war mir die Promotion zeitlich nicht ganz so wichtig. Das heißt also, die Promotion war mehr ein Abfallprodukt dann in diesen 7 Jahren? Ja, nicht ein Abfallprodukt, das war ein ganz besonderes Thema, das also, an dem ich dann schon gearbeitet habe, klar. Okay. 1983 ist ja dann auch ein Schicksalsjahr, das Sie mit Erlangen verbindet. Ja. Sie haben dann gesagt, 1983, jetzt möchte ich mal in die Industrie gehen. Und ein Herr Dr. Pfeiler von UB Med hat Sie wohl in Stuttgart entdeckt. Und ich habe heute noch mal mit dem Herrn Grassmann extra telefoniert. Man muss ja immer alles verproben, was man so vorher recherchiert hat. Hat er gesagt, jawohl, genau so war es. Der Dr. Pfeiler hat eben den jungen Herrn Reinhardt ans Herz gelegt, ich zitiere mal, was er gesagt hat, ein sehr guter Mann mit sehr guter Ausbildung. Und dann sind Sie nach Erlangen gefahren und waren sage und schreibe einen Tag in der Entwicklungsabteilung. Und was war dann Ihre Entscheidung? Als ich nach dem Tag in der Entwicklungsabteilung, die ich jetzt nicht näher beschreiben möchte, war, bin ich zurückgefahren, habe gesagt, nie und nimmer gehe ich zu diesem Verein. Unternehmen, sorry. Es war für mich sehr administrativ und nicht dynamisch oder kreativ genug. War die Wahrnehmung an dem Tag. Ja. Aber der Grassmann hat nicht nachgelassen. Der hat sich bei Ihnen noch mal gemeldet. Und wie war dann Ihre Reaktion darauf? Er hat sich gemeldet, was ich überraschend fand und hat mir auch geschmeichelt. Er war ja einige Ebenen über einem Einsteiger in dem Unternehmen, das war mir schon bewusst. Und ich habe dann zu ihm gesagt, nee, es macht für mich eigentlich keinen Sinn, Sie müssten einiges doch ganz anders machen. So locker formuliert und dann hat er gleich gesagt, naja, ich soll es ihm doch mal schreiben. Und dann habe ich, glaube ich, einen Brief, Vorschlag mit 14 Seiten formuliert, was ich meine, was der damalige Uwe mitmachen sollte. Okay. Und er hat sich daraufhin ja erneut gemeldet und Ihnen ein Angebot unterbreitet. Ja, das war dann wieder überraschend.
Er hat sich dann gemeldet und hat gesagt, es gibt ein neues Thema, die Kernspintomographie, und mich direkt gefragt, ob ich denn Interesse hätte, die Applikationsentwicklung aufzubauen. Die waren da ganz wenig, ein oder zwei Mitarbeiter, die sich damit beschäftigt haben. Da habe ich kurz gezögert und sagte, also gerne mache ich das, aber ich habe von Kernspintomographie keine Ahnung, habe mich damit noch nicht wirklich beschäftigt. Aber er hat mir dann die Aufgabe angeboten und so über das Thema bin ich dann zu MET gekommen. Also er kann heute leider nicht da sein, der Herr Grassmann kriegt heute eine neue Linse, also von daher lässt sich aber herzlich grüßen. Danke. Ja, Sie sind dann ein halbes Jahr gependelt von Stuttgart nach Erlangen und dann kam die Familie nach, aber die Entscheidungsfindung war nicht Erlangen. Erzählen Sie mal, warum Sie ausgerechnet nach Forchheim gegangen sind. Ja, der Grund ist relativ einfach. Ich kam von der Universität und dachte jetzt, ziehst nach Erlangen, was gibt es in Erlangen? Siemens. Egal wo ich wohne, nur von Siemensianern umgeben zu sein, das wollte ich eigentlich auf gar keinen Fall. Dann bin ich nach Forchheim gezogen, wir haben ein Reihenhaus gemietet, das war ja alles für 2 Jahre geplant, also dann ging ich so aus dem Balkon raus, links ein Siemensianer, rechts. Also Ziel nicht erreicht, aber schöne, angenehme Nachbarn gehabt und wir sind gut miteinander ausgekommen. Und deswegen sind Sie bis heute Forchheim treu geblieben, trotz aller Abwerbungsversuche. Ihre Frau wäre schon fast schwach geworden, aber Sie wollten unbedingt in Forchheim bleiben, ne? Ja, ja, meine Frau wäre hier schwach geworden. Ja. Sie haben da so, so gezogen. Ja. Ja, Sie haben ja dann gebaut in Forchheim und kaum haben Sie das Haus bezogen, was ist dann passiert? Das scheint so irgendwie ein Gesetz zu sein. Kaum war das Haus fertig, wir sind eingezogen, wurde ich von Herrn Franz gefragt, ob ich bereit wäre, nach Indien zu gehen. Bereit wäre vielleicht etwas zu vorsichtig formuliert. Also er hat es mir stark empfohlen, nach Indien zu gehen. Wobei mich das Angebot damals überrascht hat. Ich war so eine typische Kaminkarriere, Universität und dann nur MR in einem Bereich. Und dann nach Indien, die erste Reaktion war, was habe ich falsch gemacht. Ja, aber es war schon eine große Auszeichnung, dass die Aufgabe mir angeboten wurde. Sie haben ja mal ganz abstrakt gesagt, dass Sie die Dinge immer gerne von einem erhöhten Standpunkt überblicken wollen. Erzählen Sie mal, wo und wie Sie da in Indien gewohnt haben. Ja, da haben wir prominent gewohnt in einem Apartmenthaus mit, ich weiß nicht, 200 oder viel mehr Indern. Aber im Penthouse, wenn Sie so wollen, im 29. und 30. Stock mit großen Terrassen. Und Blick über Bombay, das war schon, das hat mir sehr gefallen und hat sich auch angeboten, da schöne, rauschende Feste zu feiern. Wenn Sie noch mal zurückblicken auf die Zeit als LG-Chef in Indien, wo würden Sie sehen, haben Sie da entsprechend für das Unternehmen neue Dinge gestalten können? Also unter dem Aspekt neu gestalten fällt mir jetzt ein Gründung des Unternehmens Sissel, ein Softwareunternehmen in Bangalore mit dem Ziel, in Indien Softwareentwicklungskapazität für den Konzern bereitzustellen. Das war eine sehr schwierige Geburt. Heute sind, glaube ich, sehr viele Inder für Siemens tätig. Das hat sich ausgebaut und hat sich auch ausbezahlt. Aber das war von dem Thema Innovation her ein neuer Ansatz. Und ein zweiter Punkt ging es natürlich darum, was kann man tun, um die Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten in Indien nicht nur lokal zu nutzen. Wir hatten ja große Fertigungsstätten, Nasik, Kalwa, um nur 2 zu nennen, aber auch in Kalkutta, in Worli direkt eine MET-Fertigung in Bombay. Nicht nur für die lokalen Märkte Produkte zu fertigen, sondern für den Weltmarkt. Ah, ja. Okay. Es waren natürlich komplexe Gespräche mit den Bereichsfürsten,
Also so darf man sie eigentlich nicht nennen, mit den Vorständen der Bereiche. Aber das war eine interessante Auseinandersetzung und war sicher wichtig, da mal den Konzern, jetzt sage ich jetzt nicht von außen, das war ja Teil des Unternehmens, aber aus der Länderperspektive kennenzulernen und auch zu erarbeiten. Aber man hat sie dann schneller wieder in Erlangen gebraucht und es hat sie der Ruf ereilt, nach Erlangen zurückzugehen und die Nachfolge vom Herrn Mali anzutreten, der ja dann Personalvorstand wurde. Wurden Sie da gleich Bereichsvorstand oder gab es da noch so eine Zwischenphase? Also ich wurde gebeten, zurückzugehen zum 1. Januar 1994 und war ab 1. Januar 1994 Mitglied des Bereichsvorstandes und wurde dann im April Vorsitzender des Bereichsvorstandes. In dieser Zeit, kann man sagen, ist es ja mit, um es mal vorsichtig auszudrücken, nicht allzu gut gegangen, beziehungsweise dann, was Sie vorgefunden haben und wo Sie arbeiten mussten. Wenn Sie noch mal das beschreiben, dieses Areal, in dem wir hier sind, wie würden Sie denn die Produktionsweise von UB Med beschreiben, so in Effizienzgraden? Also 1994, da hat uns die Fertigungsstruktur noch nicht so stark beschäftigt, sondern im November 1993 kam ja der Brief der FDA mit der Androhung, weitere Fabriken zu schließen, stillzulegen. Also es waren existenzielle Forderungen, wenn wir nicht den Vorschriften entsprechende Prozesse etablieren würden. War eine große Auseinandersetzung, ob wir klagen sollten oder nicht. Am Schluss haben wir einen Vergleich geschlossen und dann mit enormen Anstrengungen dafür gesorgt, dass wir, wie das so schon heißt, FDA-compliant waren. 1500 Mannjahre in 18 Monaten da geleistet worden, hat ja viel Geld gekostet, Innovationsprozesse verzögert. Das war zu Beginn, sagen wir, eine der ganz großen Herausforderungen. Das ist ja auch in die wissenschaftliche Literatur eingegangen, dieser Restrukturierungsprozess. In einer Case Study der Harvard Business School, wenn ich hier kurz mal draus zitieren darf: The turnaround had required changes across the entire organization. Business processes had been improved dramatically, covering areas such as product development, manufacturing, logistics und so weiter. Wenn Sie noch mal beschreiben würden, mit welchen Effekten haben Sie denn diesen Restrukturierungsprozess umgesetzt? Wie kann man das zahlenmäßig in etwa festhalten, diesen gesamten Restrukturierungsprozess? Es ging, sagen wir mal, um zwei große Aufgaben. Das eine ist, wettbewerbsfähig zu werden. Und da gehört natürlich einmal dazu, eine gute Kostenposition zu haben. Und die wird eben nicht nur durch Herstellkosten bestimmt, sondern durch Overhead. Genauso wie durch alle anderen begleitenden Prozesse. Und das zweite ist natürlich dann auch, im Entwicklungsprozess die Produkte auszuwählen, die, sagen wir mal, trendsetzende Technologien einsetzen, um dann den Wettbewerb anführen zu können. Das waren also einmal Restrukturierung und gleichzeitig auf Innovation zu setzen. Und weil Sie jetzt das ansprachen, wenn man hier durch, das waren Mehrstock, 10-, 12-stockige Gebäude hier auf diesem Gelände mit zweistöckigen Kellern, die alle vernetzt waren und sind wir mal durchgelaufen und dann die Arbeiter oder Mitarbeiter gefragt, was ist denn in der Tür? Was passiert denn da? Also so richtig konkret, handwerklich sich informiert. Und da ist klar geworden, das ist eine unglaubliche Komplexität. Ja. Und dann kam der Vorschlag von Herrn Russwurm, der ja damals für diese Einheit zuständig war, dass die Komplexität also nicht zu optimieren ist. Und dann haben wir gesagt, gut, wir wollen ja eine prozessorientierte Struktur eh haben, da gehört auch die Architektur dazu und die Geschosse, mehrgeschossige Gebäude, wo Sie die Waren in Aufzügen transportieren müssen, die können Sie sehr schwer prozessoptimieren. Dann ganz radikale Aussage, wir stellen mittelfristig hier alles ein, bauen neu und optimieren die Prozesse und restrukturieren. Jetzt kann man da sehr viel Details erzählen. Das ist ja ein Programm, welches in
unglaublich kurzer Zeit eigentlich entstand. Als mir bewusst wurde, dass man restrukturieren muss, habe ich ein Team von ungefähr 20 Führungskräften da zusammengestellt, nicht hierarchisch sortiert, sondern nach Einschätzung, dass die sowas vielleicht hinbekommen. Und die haben dann 20 Tage Zeit gehabt, wesentliche Elemente einer Restrukturierung zu definieren. Und im Rückblick kann man sagen, wir haben, als wir dann anfingen, innerhalb von 3 Jahren 1,3 Milliarden Euro an Kosten herausgenommen und mehr produziert. Das ist vielleicht eine Zahl, die das ein bisschen anschaulicht. Wenn Sie das jetzt unterteilen auf 3 Jahre, jedes Jahr tue ich ein paar hundert Millionen raus und mach mehr. Okay. Ja, das war so die Anstrengung. Und da muss man sich dann überlegen, wie kriege ich das denn hin? Aber stressfrei war das Ganze sicherlich nicht. Und ich kann mich noch gut erinnern, als es mal eine große Demonstration gab im Herbst 96, direkt auf der Henkestraße, war alles gesperrt. Große mit Lautsprecheransagen und so weiter. Sie waren aber, glaube ich, schon kampferprobt. In Indien hatten Sie schon mal als allererstes eine Aussperrung über ein ganzes halbes Jahr überstanden. Also von daher war das fast schon ein milder Protest. Oder wie kann man das einordnen? Ja, absolut. In Indien, das war, als ich dort anfing, im Oktober, im November dann gleich eine Aussperrung unterstützt, 6 Monate ausgesperrt haben. Das war eine sehr gewalttätige Zeit. Wir mussten die Führungskräfte mit Personenschutz ins Unternehmen bringen. In der Zeit in Indien waren eher zum Teil große gewalttätige Auseinandersetzungen. Also insofern war ich schon gewissermaßen vorbereitet und die Demonstration der Henkestraße war zahm, aber hat mich geärgert. Ja. Das habe ich Ihnen auch erzählt. Ja. Es gibt ja dann ein aber weil das damit zusammenhing. Ja. Es ging ja auch um den Sozialplan. Ja. Ich meine, das ist eine interessante Sache, als wir dann die kleinste Maßnahme von den Kostenblöcken war die Anpassung der Mitarbeiter. Aber die hatte natürlich unglaubliche Sichtbarkeit, weil auch sehr viele Betroffene sind. Und wir haben dann gesagt, wir müssen auch sozialverträglich aber kündigen, falls erforderlich, und erarbeiten einen Sozialplan. Und dann kamen auch Stimmen aus dem Bereich heraus, die sagten, das wird nie funktionieren. Wenn der Sozialplan mit den Gewerkschaften, Betriebsrat vereinbart wird, dann werden die älteren Mitarbeiter geschützt und die Jungen müssen gehen. Dann habe ich gesagt, das ist Unsinn, wahrscheinlich habe ich Schwachsinn gesagt, weil wenn ich wettbewerbsfähig bleiben möchte oder werden möchte, muss ich ja auch Junge haben. Und insofern dann habe ich gesagt, das muss ein Betriebsrat einsehen. Und wir haben mit denen gesprochen und siehe da, wir haben dann sehr detailliert für viele Abteilungen Altersstrukturpläne erarbeitet und konnten so auch sicherstellen, dass Junge bleiben konnten. Und das war eigentlich alles ziemlich vereinbart. Und dann habe ich nicht verstanden, warum man nochmals demonstriert. Aber das war eine gute Kooperation. Aber insgesamt, denke ich, ist es eine gute Kooperation gewesen. Ja. Es ist ohnehin etwas gewesen, ein Stück an, ja, ich sage jetzt mal, Führungskultur bei UBMED, dass bei den Besprechungen, auch bei meinem Amtsvorgänger Dr. Hallweg, immer eigentlich der Betriebsratsvorsitzende bei den Gesprächen mit dabei war. Es war für mich außergewöhnlich, wie stark die Mitarbeiter, also die Arbeitnehmervertreter, auch in der Unternehmensführung mit eingebunden worden sind. Und das hat sich ja wohl dann auch ausgezahlt bei der MET-Fabrik. Jetzt komme ich nämlich auf das historische Datum, 3. Oktober 1997. Tag der Deutschen Einheit, außer der Deutschen Einheit ein absolut nachrichtenarmer Tag. An diesem Tag hat es Erlangen in die Tagesschau geschafft, weil in einer großen Pressekonferenz verkündet wurde, Siemens baut hier in Erlangen die neue MET-Fabrik, die größte Investition in den alten Bundesländern nach der Wende. Ein Volumen von 200 Millionen D-Mark. Ich darf vielleicht zurückgreifen, als wir Heinrich von Pierer hier hatten, der auf ihrem Platz saß, er ist im wohlverdienten Urlaub heute, habe ich ja damals gesagt, da gab es ja diesen große Anzeige mit dem Walberner, wo so gesagt, kolportiert wurde, sage ich jetzt mal. Hier kam Heinrich von Pierer die großartige Idee, die MET-Fabrik in Erlangen zu bauen. Sie können uns jetzt aufklären, wie es wirklich war.
Also am Walberla war ich nicht dabei, da war er ja auch allein. Ja. Nein, wir haben Vorschläge erarbeitet und Teil der Restrukturierung war, dass wir sagten, hier macht es keinen Sinn, wir reisen ab und brauchen eine neue Fabrik. Dann muss man ein Konzept erarbeiten, welches belegt, dass es nach vorne geht und das musste genehmigt werden. Ja. Okay. Und da war eine Option, Fabrik in Erlangen oder an einem anderen Ort. Mhm. Und glücklicherweise ist es dann so ausgegangen. Also vermutlich ist der Heinrich von Pierer mit diesem Vorschlag, den Sie erarbeitet haben, auf dem Walberler spazieren gegangen und hat gesagt, jawohl, das ist richtig. Das kann gut sein. Okay. Also ja. Ich war nicht dabei. Aber vielleicht noch mal die Arbeitnehmervertreter. Ich denke, dass auch der Herr Mönius und die Arbeitnehmervertreter hier auch eine außerordentlich konstruktive Rolle gespielt haben im Hinblick auch auf Arbeitszeitflexibilisierung etc., sodass sie dann dem Vorstand auch vorschlagen konnten, das ist die richtige Entscheidung. Ja, ich meine, wir haben da sehr hart verhandelt. Und es ging wirklich darum, wettbewerbskonforme Bedingungen zu bekommen. Und die Betriebsvereinbarung, die geschlossen wurde, hat ja dann durchaus in Deutschland an anderer Stelle quasi Beispielcharakter gehabt, dass sowas geht. Und da war es schon unglaublich wichtig, starke Vertreter auf der Betriebsratsseite zu haben, ja, die auch selbstbewusst Positionen vertreten haben, aber dann auch durchsetzen konnten. Und Herr Mönius, das war der vierte Betriebsratsvorsitzende nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Also da zeigt sich schon eine gewisse Kontinuität hilft, ja, gerade in solchen schwierigen Phasen. Und wenn Sie sehen, die Pläne, die wir damals hatten, was wir erreicht haben, wir haben alle Pläne bei weitem übertroffen. Also insofern kann man gut sagen, es war eine richtige Entscheidung. Also die Vorgänger waren ja der Peter Zink, ganz renommierter Erlanger, dann Oskar Sölch und dann der Herr Bock und dann der vierte, wie gesagt, der Herr Mönius. Nochmal zurück, vielleicht auch zu dem Thema dieser Mettfabrik. Das war ja auch eine wichtige Voraussetzung, die Flächen bereitzustellen. Da gab es ja sehr, sehr intensive Gespräche auch mit der Bundesregierung, namentlich mit dem damaligen Bundesfinanzminister Theo Weigel. Und ich denke, auch die bayerische Staatsregierung hat sich hier ziemlich reingehängt. Sie haben geholfen, ja, also schnell, spontan. Direkt. Insgesamt muss ich sagen, schon eine tolle Zusammenarbeit, wo man auch sagen kann, damit hat auch diese Vision der Bundeshauptstadt der medizinischen Forschung, Produktion und Dienstleistung auch eine konkrete Ausprägung bekommen. Und ich denke, das war auch ein ganz hervorragendes Zusammenwirken von Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Ja, absolut. Ja, Sie haben ja entsprechend auch noch mal erwähnt, die Effizienzsteigerung, die damit verbunden war. Und dann aus den Erlanger Nachrichten vom 15. November 2001 die Berufung von Professor Reinhardt in den Vorstand der Siemens AG. Das war sicherlich auch eine, ja, ich sage jetzt mal, eine Krönung der Arbeit, die Sie hier für diesen Bereich UBMed geleistet haben. Ja, sagen wir, eine Anerkennung, Krönung klingt so feudalherrschaftlich, aber eine hohe Anerkennung und Auszeichnung. Und an der Aufgabe an sich hat sich wenig geändert durch diese. Ich möchte ja jetzt der Zeit nicht vorweggreifen, wo Sie das Medical Valley in Anführungszeichen übernommen haben. Habe aber bei meinen Recherchen ein spannendes Interview gefunden aus dem Standortmagazin die Region Nürnberg e.V., also der Vorläufer eigentlich der europäischen Metropolregion Nürnberg. Und Sie sind damals von der Frau Hörath befragt worden. Und zwar, wie beurteilen Sie die Entwicklung des Medical Valley? Mhm. Und Sie haben damals mit, ich würde mal fast sagen, fast seherischer Fähigkeit Folgendes formuliert. Ich zitiere, kurzum, für alle Beteiligten besteht eine große Möglichkeit, dem Medical Valley zur vollen Blüte zu verhelfen. Da ist natürlich noch vieles vorher gesagt worden. Da war ja damals noch das IZMP im Entstehen als Keimzelle dieses Medical Valley. Haben Sie damals irgendeinen Gedanken daran verschwendet, dass Sie selber mal Mr. Medical Valley werden? Nee, sicher nicht. Die Gründung IZMP, das war
für uns auch in der Restrukturierungsphase wichtig, campusnah quasi so eine innovative Zelle zu haben, insofern sehr positiv. Aber die Formulierung hat wahrscheinlich der Herr Krebs damals erarbeitet und mir unterschoben. Dann ein Doktortitel hat Ihnen nicht genügt, das heißt für Ehrendoktortitel kann man sich ja nicht bewerben und nicht erarbeiten. Sie haben ja dann 2002 aus den Händen des damaligen Dekans Professor Winnerker die Ehrendoktorwürde der Technischen Universität erhalten, also auch eine große Auszeichnung dieser Alma Mater, nachdem Sie eigentlich ein Stuttgarter sind. Und dann... Ja, nicht eigentlich, wirklich. Sind, okay. Jetzt habe ich gedacht, wir hätten Sie schon frankonisiert. Ja. Aber ich muss sagen, von der Sprachfärbung können Sie es wahrscheinlich nicht verleugnen. Aber jetzt gehe ich dann noch in das Jahr 2003. Es ging damals um das Thema der Nachfolge Heinrich von Pierer. Und er taucht auf einmal auch als möglicher Kandidat neben Klaus Christian Kleinfeld und Klaus Wucherer und Johannes Feldmeier Professor Erich Reinhardt auf. Das überrascht Sie. Sagen Sie uns doch mal, wie sind Sie denn mit, wie geht man denn mit so einer Geschichte um? Dementiert man da heftig oder sagt man keinen Kommentar? Na, das wissen Sie, das Sie, ist ähnlich wie in der Politik, es macht keinen Sinn, das zu kommentieren. Okay. Und na, da werden sehr viele Gedankenspiele gemacht und es macht keinen Sinn, solche Themen in der Öffentlichkeit, auch retrospektiv in der Öffentlichkeit zu bringen. Ja. Da haben Sie sicher viel Verständnis. Dann 2003, im gleichen Jahr, war der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder hier in Erlangen. Stimmt, wessen Idee war denn das? Von Ihre Pierer, oder die von Heinrich von Pierer? Aha, okay. Also Heinrich von Pierer hatte die Idee, ihn hierher zu holen. Wir haben uns gefreut, einen Bundeskanzler hier zu haben. Er hat sich ja auch der Diskussion gestellt. Ja. War eigentlich ein ganz lockeres Treffen. Ja. Dann bleiben wir bei den Erlanger Nachrichten vom 16. Dezember 2005. Der Patient als Datensatz. Da könnte man schon fast sagen, Big Data lässt grüßen. Und Sie haben damals mit dem leider schon verstorbenen Dekan der Medizinischen Fakultät, mit Professor Bautz, das Imaging Science Institute eröffnet. Klingt ziemlich anspruchsvoll. Was muss man sich darunter vorstellen und wo kann man das heute noch besichtigen? Ja, Sie müssen einfach ins Uniklinikum gehen und da stehen noch die Geräte, da steht... wahrscheinlich das Setup noch so aufbereitet. Die Idee war, anwendungsnah neue Technologien zu erproben und vor Ort quasi Entwickler und Mediziner, dass die zusammenarbeiten. Mhm. Und so ist es deswegen auch im Klinikum entstanden. Es gab viele Vorgespräche. Professor Fahlbusch hat sich damals noch sehr stark für dieses Konstrukt interessiert. Und heute geht es darum, soweit ich weiß, dass also dieses ausgebaut und weiterentwickelt wird. Weil Sie den Professor Fahlbusch erwähnt haben, was haben Sie da für technische Möglichkeiten gegeben? Da war ja dieses Magnetum Open, wo man praktisch bei der Hirnoperation unmittelbar diese Bildgebung konnte der Operateur dann beobachten. Da war er einer der Pioniere, nicht allein, aber einer der Ersten, der sagte, es wird unbedingt erforderlich für neurochirurgische Eingriffe während der Operation. Also während des Eingriffs. Bei geöffneter Schädeldecke, wenn man so möchte, direkt kernspintomografische Bilder zu machen, insbesondere sogenannte funktionale Bilder zu machen, aber auch um zu erkennen, ob der Tumor noch weiter, ob man noch mehr wegschneiden muss, um das Tumorgewebe vollständig beseitigen. Und da die Arbeit hat das sehr stark getrieben und das hat dann zu einer Kooperation geführt, dass wir dort, und das Gerät gibt es auch heute noch, intraoperativer MR. Dann ein riesengroßer Artikel in der FAZ, sechsspaltig am 31. August 2006 mit einer für mich damals alarmierenden Überschrift: Wir werden in Asien die Wertschöpfung stärker ausbauen müssen als in anderen Regionen der Welt. Ich habe mir da gleich sofort hingeschrieben, Krebs anrufen. Weil das war natürlich schon ein bisschen so, Gefahr ist in Verzug, aber Sie haben natürlich schon intensiv damals, insbesondere in China investiert, Shenzhen etc.
Ja, ja, wir haben Shanghai und Shenzhen in den 90er Jahren schon sehr stark investiert und dort auch nicht nur Fertigungsstätten aufgebaut, sondern auch Entwicklungskapazitäten und gleichzeitig Zulieferer auch aus der Region nach Indien oder nach China gebracht, um eben die volle Wertschöpfungskette in einem Land zu haben. Nur dann können sie wirklich signifikante Kostenvorteile erzwingen. Und jetzt die Frage, die Sie stellen, war ja damals auch schon auf Mitarbeiterebene groß. Jetzt kommen die, wir bilden die aus und dann sind die Arbeitsplätze und das ganze Geschäft ist auch weg. Warum soll ich das denn überhaupt tun? Und die ganz einfache Aussage ist, wenn es nicht tue, ist das Geschäft auf jeden Fall weg. Ja. Es gibt in einem globalen Geschäft keine andere Möglichkeit, als in allen großen Wirtschaftsregionen auch mit Wertschöpfung, sprich in unserem Bereich Entwicklung und Forschung tätig zu sein. Okay. Das stärkt das Unternehmen und sichert somit dann auch die Arbeitsplätze hier. Und ich glaube, das hat sich bis heute mal so bestätigt. Herr Professor Reinhardt, der 18. Januar 2007 wird Ihnen jetzt als Datum abstrakt vielleicht nicht so sehr bewusst sein. Die Tatsache aber, dass an dem Abend dieses Tages der Kyrill über Deutschland hinweggefegt ist, mag die eine oder andere Erinnerung wachrufen. Am gleichen Tag hat übrigens Edmund Stoiber seinen Rücktritt als Ministerpräsident bekannt gegeben. Und an diesem Abend, Herr Professor Reinhardt, haben die ganz Harten, denn viele haben sich nicht hingetraut wegen dem Kyrill, wurde der Verein Medical Valley e.V. gegründet. Gut. Im Medical Valley Center. Und dieser 18. Januar ist von daher, sage ich jetzt mal, mit Kyrill und Stoiber und so weiter und unser Medical Valley eigentlich fast schon ein historisches Datum. Sie haben sich vermutlich auch nicht vorstellen können, dass Sie weniger als 2 Jahre später Vorsitzende von diesem Verein sein werden. Und jetzt komme ich zu einer Frage, die zusammenhängt. Das Leben besteht nicht nur aus schönen Dingen. Es kommt dann nämlich ein Kapitel, wo Sie, ja, einen sehr schnellen, sehr harten Entschluss gefasst haben, Verantwortung für den gesamten Bereich übernommen haben, ohne dass Sie sich eigentlich selber haben etwas vorwerfen müssen. Ich darf hier nochmal zitieren aus den Nürnberger Nachrichten, weil Sie vorhin über die Fürsten gesprochen haben. Die Überschrift lautet, am 24. April 2008, ein Siemens-Fürst geht, Unterzeile, Professor Reinhardt schien über alle Zweifel erhaben. Es ist nicht ganz so angenehm, über so ein Thema zu sprechen, aber ich denke, in dem Bereich Zeitzeugen geht es mit hinein. Können Sie vielleicht noch mal diese Entscheidungssituation schildern, wo Sie ja im Prinzip aus einer laufenden Vorstandssitzung mit Ihrem Bereichsvorstand zu einem Gespräch gerufen wurden? Es war keine Bereichsvorstandssitzung, sondern eine Konzernvorstandssitzung am Wittelsbacher Platz. Wo während die Sitzung lief, bekam ich den Hinweis, ich möchte mich bitte im Sekretariat von Herrn Kromme melden. Und ich ging dorthin und da saß auch der Vertreter von Debevoise, Blinden und Debevoise. Und in diesem Gespräch wurde mir dann eröffnet, dass, sagen wir mal, zwei Dinge. Einmal Führungskräfte aus dem engen Führungskreis, aus dem obersten Führungskreis von Med, erklärt haben, sich schuldig befunden haben im Sinne der Compliance-Problematik, die damals den gesamten Konzern ja, belastet hat. Und dass dieses sicher auch die Frage der Verantwortung stellt und dass aber bis zum damaligen Zeitpunkt, man muss sich vorstellen, das sind ja 2 Jahre, 3 Jahre, vergangen mit unglaublicher Detailanalyse. Meine E-Mails wurden 10 Jahre zurückverfolgt. Ich hatte mehrere Verhöre mit Debevoise. Die kamen mit solchen Aktenordnern. Wird man dann plötzlich gefragt, Sie wissen noch, was am 3., 4. April 1900, da. Warum haben Sie das so geschrieben und nicht anders? Also in einer unglaublichen Detaillierung. Und die haben aber gesagt, es liegt nichts gegen mich vor. Sie haben keine Hinweise, dass sie in irgendeiner Weise involviert sind. Insofern stellt sich die Frage der politischen Verantwortung.
Jetzt sind solche Entscheidungen immer situationsbedingt. Man muss sich in die damalige Zeit zurückversetzen, was da auf den Konzern, auf die Führungskräfte von außen herangetragen wurde mit unglaublicher Intensität und persönlichen Beschuldigungen. Dann habe ich gesagt, okay, ich brauche etwas Zeit, und habe aber dann als zweiten Satz, ich weiß nicht, 2-3 Minuten später gesagt, nee, ich trete zurück. Also das war wirklich ganz schnell. Und Sie haben als Mann mit Prinzipien alles niedergelegt. Ja, auch Ihre Ehrenämter. Das geht ja dann nicht anders. Ja. Wenn ich zurücktrete aus politischer Verantwortung und anderen öffentlichen Aufgaben tätig bin, dann kann ich jetzt nur sagen, ich biete an. Ja. Aber dann ist derjenige, wenn ich Ihnen was anbiete, in einer beliebig schwierigen Situation, dann habe ich gesagt, das Beste ist, ich trete zurück, ohne Diskussion. Und habe dann sofort alle angeschrieben. Ja. Und Sie sind sogar zurückgetreten aus dem Ehrenamt des Schatzmeisters des Universitätsbundes. Aus allen Ehrenämtern bin ich zurückgetreten. Ja. Es verwundert nicht, dass dann ein intensiver Prozess stattgefunden hat. Wie war damals die Berichterstattung in den Erlanger Nachrichten? Der Universitätsbund will den Rücktritt vom Rücktritt. Und ich muss dazu sagen, bin heute noch heilfroh, dass wir nach 6 Wochen intensiver Arbeit, der damalige Präsident Grüske und ich, dass wir das geschafft haben, dass sie dieses Ehrenamt wieder übernommen haben. Und dann konnten wir ja im nächsten Jahr darüber berichten. Auftrag erfüllt. Ja, das hat mir auch sehr gut getan, das Interesse. Und das war natürlich aus so einer Situation heraus dann auch überzeugend echt und nicht nur aus Höflichkeit. Und insofern habe ich die Aufgabe dann auch gerne wieder angenommen. Ja. Es gab eine ähnliche Situation im Senat der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Auch da bin ich zurückgetreten und die haben mich dann auch nochmals gebeten. Jetzt darf ich ausnahmsweise mich selber da mal entsprechend in das Spiel bringen, denn in der Zeit danach habe ich quasi ein halbes Jahr wie ein Politstalker auf den Professor Reinhardt eingeredet. Also ich darf mich jetzt selber zitieren: Wenn Sie bereit sind, das Medical Valley zu übernehmen, bin ich morgen bereit, Ihnen den Vorstandsvorsitz zu Füßen zu legen. Sie haben zig Argumente immer wieder gebracht, warum Sie das nicht machen wollen. Und am Schluss haben Sie mir noch eine letzte Hürde aufgebaut. Nämlich Sie haben gesagt, Sie machen es dann, wenn Ihr Nachnachfolger, die Zwischenepisode war ja nicht einmal ein Jahr, als der Amerikaner da war, also Professor Rekwardt, wenn er auch seine Zustimmung gibt. Ich habe den Professor Rekwardt angerufen und in laufender Sitzung Unibund die Rückkopplung gekriegt. Jawohl, klar, ich würde das begrüßen, wenn der Professor Reinhardt das macht. Und ich denke, das war eine der, ja, sage ich jetzt mal ganz unbescheiden, wichtigsten Entscheidungen, dass Sie bereit waren, dieses Medical Valley zu übernehmen, weil das hat diesem Medical Valley einen unglaublichen Aufschwung gegeben. Da kann man jetzt fast nichts dazu sagen, weil das ist keine Frage. Ne? Schön, dass Sie das so sagen. Ich meine, es stimmt, wie Sie die Situation beschreiben. Vielleicht eine Ergänzung. Ich habe ja schon ohne Aufgabe habe ich mich eingebracht und Medical Valley unterstützt, auch in der Antragstellung. Also das habe ich durchaus als interessant und gesehen, ohne den Vorsitz zu haben. Hab's dann aber es war natürlich von außerordentlichem Erfolg gekrönt, denn es gab ja schon mal eine Bewerbung im Spitzenclusterwettbewerb, der nicht von Erfolg gekrönt war, aber in der Doppelspitze Professor Reinhardt und Professor Schüttler ist es ja dann gelungen, das war der legendäre 25. Januar 2010, den Spitzenclusterwettbewerb des BMBF zu gewinnen. Und wenn Sie vielleicht noch mal sagen würden, wie dieser Antrag konzipiert war und um wie viel Geld es ging, um wie viel Geld aus dem Hause Schawan und wie viel Geld von Dritten, also aus der Industrie und von entsprechenden institutionellen Partnern. Also wir haben uns überlegt, was und wie gehen wir sowas an. Das sind ja in der Region 160 dedizierte MedTech-Unternehmen, 500 Unternehmen insgesamt, viele Forschungseinrichtungen. Wie können wir jetzt da ein Medizintechnik-Cluster so formulieren, dass da eine überzeugende, die Jury überzeugende Konzeption entsteht? Und der Ansatz ist relativ einfach, wie wir es eigentlich in vielen anderen Dingen auch machen. Die erste Frage, gibt es ein gemeinsames Ziel all der unterschiedlichen Partner? Und wir haben da eine einheitliche Strategie definiert und gesagt, wir wollen die Produkte und Dienstleistungen
unterstützen, die einen Beitrag leisten können, die Gesundheitsversorgung effizienter und effektiver zu machen. Mhm. Und das ist eigentlich eine der großen Herausforderungen bis heute. Und so eine gemeinsame Zielsetzung, die ermöglicht dann, die unterschiedlichsten Aktivitäten auszurichten, auf ein Ziel auszurichten. Und so entsteht dann auch, aha, da geht was zusammen, da kann man dann voneinander profitieren. Und es ging immerhin um ein Projektvolumen von mindestens 80 Millionen Euro, wobei 40 Millionen durch den Bund direkt an Fördermittel dann zur Verfügung standen. Die Projektmittel waren noch deutlich höher als die 80 Millionen. Und diese Möglichkeit, Projekte zu initiieren über die Fördermittel, das war sicher ein Katalysator für die Entwicklung von Medical Valley. Ja. Erlanger Nachrichten haben damals auch berichtet, ein warmer Geldregen für die Akteure im Medizintal, so war die Formulierung. Ja, da hat sich gezeigt, dass die Tatsache, eine Zielsetzung, sehr unterschiedliche Spieler, das funktioniert nur dann, wenn man sich besser verstehen lernt. Ja. Und ich glaube, eine der Erfolgsfaktoren war, dass es uns gelang, zusammenzuarbeiten. Also die Fähigkeit zur Zusammenarbeit zu entwickeln. Das ist sicher eine der Stärken auch von Medical Valley heute. Jetzt sind eine ganze Reihe an Ehrungen auch, ich sage es jetzt mal so, auf Sie hereingeprasselt, wenn Sie mal priorisieren würden. Ich nenne Ihnen mal einige. Also der goldene Ehrenmann. Oh, wunderbar. Also es war jetzt keine rhetorische Frage. Ich hätte nämlich Folgendes zur Auswahl gestellt. Universität beruft Ehrensenatoren Altministerpräsident Günter Beckstein und Erich Reinhardt. Dann Technische Fakultät verleiht ihm die Helmut-Volz-Medaille. Dann Reinhardt erhält den goldenen Ehrenring. Und dann habe ich noch was ganz Spezielles. Unser hochgeschätzter, leider schon verstorbener Bürgermeister Gerd Lohwasser hat sie bezeichnet als den Cristiano Ronaldo der Medizintechnik. Ja, ich war beeindruckt. Ja. Die Vergleiche sind natürlich immer sehr begrenzt anwendbar. Also es ist wirklich schöne Auszeichnungen, die Sie da bekommen in der Reihenfolge, wie ich sie aufgezählt habe. Aber dann noch vielleicht zum Abschluss etwas in die Gegenwart, was ja im Moment auch noch in Bearbeitung ist. Erlanger Medizintechnik sucht weltweit nach Partnern. Bundesforschungsministerium löst Gipfeltreffen zahlreicher Wissenschaftler, Techniker, Medizin- und Wirtschaftsfachleute aus. Und Sie haben da, wir haben ja auch mit ihm gemeinsam gesprochen, auch zu Gast gehabt, den Klinikdirektor aus Peking und den ehemaligen Leibarzt von Deng Xiaoping. Wenn Sie vielleicht noch mal berichten würden, es ist ja nicht ganz einfach, mit den Chinesen da so ins Geschäft zu kommen. Wie ist so der Blick in die Werkstatt, wenn Sie uns da... Naja, das war so, die Chinesen haben uns angesprochen und gefragt, ob wir bereit wären, Medical Valley dort zu kopieren und aufzubauen. Und das wurde sehr großartig geschildert und waren ja namhafte Vertreter, die auch, sagen wir, im Chinesensystem Anerkennung haben oder hatten. Und so sind dann die Gespräche angefangen, was können wir tun, um so ein Medical Valley dort aufzubauen. Unser Ansatz war relativ überschaubar klar. Wir machen es nur, wenn es darum geht, also diese drei Säulen dort auch zu etablieren. Wissenschaft, also es muss eine technische Universität, eine medizinische Universität und dann eben ein wirtschaftliches Umfeld, so ein Inkubator. Mhm. Die Verbindung war für uns sehr wichtig und auf der Basis haben wir dann verhandelt, sind aber mit der Gruppe dann nicht zum Erfolg gekommen. Ja. Wir haben letzten jetzt eine Projektausschreibung BMBF zur Internationalisierung gewonnen und haben da drei Regionen wieder ausgewählt, China, und haben mit dem Cluster in Hongkong eine Vereinbarung und sind jetzt dabei, weitere Möglichkeiten in China zu bedenken. Die anderen ist Brasilien und Boston. Wenn man China nimmt und den Gesundheitsmarkt sieht und die Anzahl der Leute,
zählt. Und die werden auch leben länger und dann die Anzahl der Krankheiten, die weltweit entstehen. Dann sage ich leicht, an dem chinesischen Gesundheitsmarkt kommt man nicht vorbei, wenn man in dem globalen Geschäft Medizin bestehen möchte. Nicht immer hat es mit der Förderung so geklappt. Es gab ja auch mal diese Anträge Gesundheit 4.0, betriebliches Gesundheitsmanagement und Modellregion für die digitale Gesundheitswirtschaft Franken. Ich denke, da gab es mal eine Klausur der Bayerischen Staatsregierung in St. Quirin und das Projekt war bis zum Schluss auf der Agenda, aber irgendeiner, wir haben immer noch nicht rausgefunden, wer es war, hat in die Speichen gegriffen und es ist dann nicht gefördert worden. Ja, das war sehr schade, weil im Prinzip, wenn ich ein bisschen verkürzt beschreibe, ging es darum, ein Labor für die Struktur der Gesundheitssysteme zu machen. Die Gesundheitssysteme sind ja hochkomplex und jede Wahlperiode gibt es eine Gesundheitsreform, weil man immer wieder erkennt, da gibt es große Probleme. Die Reform ist aber leider nicht in der Lage, die Ergebnisse zu erzielen, die man sich erhofft. Das hängt damit zusammen, weil aufgrund der Komplexität Input und Output nicht einfach korreliert sind, sondern da sehr viele Rückkoppeleffekte bestehen. Deswegen war unsere Idee zu sagen, wir machen es evolutionär, messen in einer überschaubaren Region, Mittelfranken und Forchheim. Mhm. Und haben ja 3 Jahre, da haben Sie ja mitgewirkt, eine Arbeitsgruppe Politik, 3 OBs, ja. Sie, Herr Stumpf und Herr Mali. Aber dann auch alle anderen Vertreter, Universitätsvertreter, niedergelassene Ärzte, Industrie, 5 Krankenkassen, ein Konzept erarbeitet, wie man eine andere Struktur der Gesundheitssysteme machen kann, die die Finanzierung garantiert und die Qualität der Versorgung verbessert. Wir waren überzeugt, dass wir auf Bundesebene 10 Milliarden Euro ohne Verlust an Qualität pro Jahr erzielen könnten und haben einen Vorschlag gemacht, da hätte Medical Valley Bayern sich positionieren können. Leider ist die Finanzierung nicht zustande gekommen, aber wir haben jetzt kleinere Töpfe aus dem Wirtschaftsministerium, Modellregion Franken und da sind wir dabei, dann einzelne Aspekte aus diesem Topf zu verwirklichen. Forchheim war gerade genannt. In Forchheim ist neu entstanden ein Medical Valley Center. Hand aufs Herz, Herr Professor Reinhardt, wer hat es erfunden? Waren Sie es oder war es der Franz Stumpf? Das erfindet man ja nicht, sowas. Wie nennt man das? Es gab Gespräche, Herr Ballast. Es gab Gespräche auch mit dem Wirtschaftsministerium. Ja, und wir haben natürlich die Kraft von Medical Valley beschrieben. Und so kam die Idee. Also weil der Bedarf groß ist. Ja, und dann haben wir gesagt, gut, das passt auch da natürlich durchaus zu Siemens, die ja in unmittelbarer Nähe wieder sind. Wir sind ja überzeugt, dass auch für kleine Unternehmen, Startups, es wichtig ist, einen großen Anker zu haben, wenn der bereit ist, mitzuarbeiten. Und so kam dann der Gedanke Forchheim. Nur, Herr Professor Reiner, die Gespräche müssen offensichtlich so erfolgreich gewesen sein, dass mir der Franz Stumpf glaubhaft versichert hat, das war das erste Mal in seinem Leben, dass er eine Zusage über 10 Millionen gekriegt hat, ohne einen Antrag gestellt zu haben. Ja, ja, sehr effiziente Gespräche. Ja, wir haben ja gehört, der Vorsitz Medical Valley, das hat sich ja unglaublich ausgewachsen, eigentlich ein Ehrenamt, fast schon ein Beruf, aber jetzt bleibt man beim Ehrenamt. Wir haben ja heute auch eine hohe rotarische Präsenz in Ihrer Präsidentschaft. Als Präsident des Rotary Clubs Erlangen Schloss haben Sie ja auch sich sehr, sehr stark eingesetzt. Damals sind verschiedene gesellschaftliche Gruppen ausgezeichnet worden. Ich denke, auch in Ihrer Präsidentschaft war die Frau Schipanski auch als Referentin da im Reduttensaal. Genau. Vielleicht da auch noch mal ein bisschen diese Einbindung des rotarischen Gedankens. Wie hat es so bisher auch Ihr Denken und Ihr Wertgerüst möglicherweise auch beeinflusst? Wenn ich jetzt mal an die 4-Fragen-Probe der Rotarier bitte nicht stellen, aber was ich gut finde, ist die Vielfalt. Ich bin ja eher einer, der, sagen wir, ein bisschen philosophisch das beschreibe, die Komplexität liebt und Komplexität
besteht ja aus sehr unterschiedlichen Perspektiven. Und im Fall der Rotarier sind es eben ganz bewusst unterschiedliche berufliche Perspektiven, die zusammenkommen. Wenn man stark eingebunden ist, läuft man Gefahr, sehr eingeengt in dem beruflichen Umfeld und den damit verbundenen Kompetenzen, sich auch privat irgendwie auseinanderzusetzen. Und da bietet halt Rotary eine schöne Möglichkeit, sich da breit zu engagieren. Und das freut mich, das genieße ich in der Breite. Und in dem einen Jahr haben wir dann, der Gedanke wurde nicht weiterentwickelt, das Thema Diversity oder das Thema Inklusion diskutiert. Das sind Dinge, die mich eigentlich sehr interessieren und beschäftigen. Aber was anderes, weil Sie das Jahr da ansprachen, wir haben auch das Sportabzeichen gemacht. Und da waren wir immerhin, glaube ich, 20, Altersgruppe über 70 bis 10 Jahre. Auch das hat unterschiedliche Menschen zusammengebracht. Ja, sehr geehrter Professor Reinhardt, ein tolles Leben, vor allen Dingen ein unglaubliches Engagement für die Gesundheit. Health Man sind Sie ja häufig auch bezeichnet worden. Ein großartiges Engagement für Erlangen und für die gesamte Region, letztlich auch für den gesamten Freistaat Bayern. Zum Abschluss noch eine Frage, die Sie beantworten mögen oder auch nicht. Die neue Unternehmensstruktur von Siemens Healthcare heißt ja Healthineers. Siemens Healthineers ist eine GmbH. Und jetzt die Frage, diese GmbH hat, obwohl dieses Unternehmen eigentlich die Keimzelle in Erlangen ist, seinen juristischen Sitz in München. Haben Sie da eine Erklärung dazu, wie das zustande kam? Nein, also ich kenne die Gründe nicht. Ich habe mich jetzt mit der Frage auch nicht beschäftigt. Aber ich würde das nicht überbewerten. Ja. Okay. Wenn Sie schauen, was hier an Investitionen getätigt wird, Zentrum vieler Aktivitäten, wo wird das Geschäft gemacht, umgesetzt, wo arbeiten die Mitarbeiter. Ich glaube, da ist auch ein klares Zeichen, klares Commitment für den Standort, die Dinge hier weiter zu treiben. Und das ist sicher wesentlich stärker zu bewerten, als wo es der Sitz ist. Siemens hat ja auch Berlin und München. Ja. Das meiste läuft in Erlangen-Nürnberg. Ja. Jetzt könnte ich natürlich noch eins draufsetzen. Ich sage es jetzt trotzdem, aber jetzt ohne Antwort drauf. Oh je. Halten Sie die Argumentation für überzeugend seitens der Siemens AG? Wegen der Nähe zum Registergericht hat man den Sitz München gewählt. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, sehr geehrter Professor Reinhardt, ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Wir haben super im ARD-Alpha-Format das Ganze in exakt 60 Minuten hinbekommen. Das war ein Kunststück. Durch Ihre kurzen Antworten und präzisen Antworten ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, auch Ihnen ein herzliches Dankeschön, dass Sie trotz der harten Konkurrenz des Biergartenwetters heute Abend in das Stadtarchiv gekommen sind.